hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr bei Jugendtakt seid. Ich bin Marie und schau mal, ob die... Das sollte eigentlich die Entspannung werden, genau, ja, die Giftpause. Ja, sehr gut, klappt ja, prima. So, ich habe, was vollkommen unnötig ist für diese Folien, man kann ja einfach Folien machen, PDF oder PowerPoint oder so. Ich habe eine kleine Rails-App gebaut. Wie gesagt, es ist totaler Quatsch, Rails kann viel, viel mehr, ist eigentlich eine Web-App und kann total tolle Sachen machen mit Datenbanken und weiß ich nicht, einloggen und keine Ahnung. Das ist ja einfach, sind nur statische Seiten. Ich hatte irgendwie Lust, mit Rails rumzubasteln. Genau, ich bin Marie, ich bin Soziologin und Hackerin und ich habe was zu sagen zu Feminismus und Technik, weil ich denke, viele denken das irgendwie so ein bisschen getrennt voneinander oder denken, das hat nicht so viel miteinander zu tun. Oder wenn man so im Mainstream in der Gesellschaft so fragt, Feminismus und Technik, denken viele vielleicht eher, das steht sich so feindlich gegenüber, weil es immer wieder irgendwelche Skandale gibt von irgendwelchen großen Unternehmen, wo Diversity nicht so groß geschrieben wird und Feminismus eher so bäh. Und ich denke aber, das hat sehr viel miteinander zu tun, vor allem hier in so einem Rahmen von Jugendtakt, weil Feminismus für mich eigentlich erstmal bedeutet, man erkennt an, in der Gesellschaft gibt es irgendwie in der Gesellschaft laufen viele Sachen unfair, Leute sind nicht gleichberechtigt, es gibt einfach viele Unebenheiten und Feminismus bietet irgendwie viele Ideen an, wie man diese Unebenheiten irgendwie ausbügeln kann und wie jede Person, jeder von uns irgendwie so ein bisschen seinen Beitrag leisten kann oder sich so seinen Raum findet, wie man da so ein bisschen was verbessern kann vielleicht. Und dieses Bild ist ja eigentlich auch schon mega schön, ne? Eine Person wird so hochgehievt und dann hievt sie wiederum die Person weiter hoch und so ist so der Gedanke daran. Ja, es kann auch mal sein, dass irgendwie eine Person mega klein ist und die andere ist mega groß und schwer und dann braucht man irgendwie zwei Personen. Das ist so die Idee, dass man sich so zusammen irgendwie nach oben zieht. Genau, jetzt muss ich mal schauen. Ich muss hier diese kleine Maus bewegen. Genau. Genau, und ich habe jetzt, ist ein bisschen verschoben, ich bin die beste Hackerin der Welt, und ich habe jetzt euch so ein Geheimrezept zusammengestellt. Es gibt vier Zutaten, die da wichtig sind, und ich stelle euch jetzt diese vier Zutaten vor und sage euch dann so ein bisschen, wo ich denke, das hat was mit Feminismus und Technik zu tun. Und das Erste, was ich mega wichtig finde, ist der Spieltrieb, ja. Und Spieltrieb bedeutet erstmal, dass es was anderes ist als Arbeiten oder Studieren oder Lernen. So. Spieltrieb ist was, was irgendwie keine Leistung erbringen soll, wo du irgendwie keine Note für bekommst, du wirst nicht bewertet von Leuten, es gibt keine Erwartung von irgendwie Familie oder Eltern oder irgendwie später Arbeitgeber oder weiß ich nicht, irgendwie Schule, Lehrer und so, ne? Sondern es ist einfach so ein Freiraum, den man sich irgendwie schafft. Und wo man diesen Spieltrieb halt ausleben kann, ja. Und Spieltrieb bedeutet halt irgendwie auch was anderes machen als irgendwie ein Produkt herstellen oder so, ne? Dass du das irgendwie dann jemandem übergeben kannst und dann kriegst du dafür irgendwie, keine Ahnung, Daumen hoch oder so. Es gibt auch keine Deadline dafür. Das ist mega wichtig. In der nächsten Verbindung, dieser Spieltrieb zusammen mit der Zutat Do It Yourself, da kommt ganz viel Feminismus auch mit rein. Hier auf dem Bild seht ihr Kathleen Hanna, das ist eine Ikone, eine Punk-Ikone aus den 90er Jahren, die auch heute noch Musik macht. Und die hat dieses Do-It-Yourself so richtig propagiert und hat gesagt, hey, egal ob ihr denkt, ihr seid gut in irgendwas, fangt einfach an damit so, ja. Auch wenn ihr irgendwie noch nie Gitarre gespielt habt, spielt einfach und macht euch dadurch irgendwie, lasst euch nicht irgendwie abbringen von Leuten, die sagen, du kannst das gar nicht oder oh, das sieht irgendwie total doof aus oder dein Computer ist alt oder keine Ahnung. Und dieses Do-It-Yourself heißt halt auch sich ein Stück weit unabhängig machen, ja. Also wenn irgendwie andere Leute irgendwelche andere Software benutzen, die irgendwie proprietär ist oder die geschlossen ist oder so und man dann selber irgendwie seine eigenen Programme schreibt oder sein eigenes kleines Spiel oder die eigene blöde Rails-App, die total wenig kann, ist es halt was ich gemacht habe und wo ich nicht darauf angewiesen bin, jemand anderen zu fragen, hey, wie kann ich das denn machen? Und die andere Person sagt einem vielleicht gar nicht, wie es geht, sondern gibt einem das nur so. Und das ist so dieses Stück Freiheit, was man sich mit diesem Do-It-Yourself irgendwie so ein bisschen auch an Land ziehen kann. So.
so, ich weiß nicht, wie das läuft, aber wenn ihr irgendwie mal so, wenn ihr denkt, es macht alles keinen Sinn, dann könnt ihr einfach die Hand heben. Ich versuche darauf einzugehen. Genau. Im nächsten, Genau, die nächste Zutat ist, alle deine anderen Interessen zusammenbringen und alle deine anderen Ideen zusammenbringen in der Technik. So. Ich mache das gleich aus, weil ich glaube, das nervt irgendwann nach einer Zeit. Ich lasse es noch ein bisschen an. Ich habe gedacht, ne, ich bin irgendwie mit 20 oder mit 19 nach Berlin gekommen, habe Soziologie und Politikwissenschaften studiert und habe danach noch einen Bachelor, einen Master gemacht in Lateinamerika-Studien mit Gender Studies und so. Und ich fand das alles super aufregend, habe da irgendwie, glaube ich, 6 oder 7 oder vielleicht sogar länger Jahre damit verbracht, das zu studieren. Und habe dann vor 2 Jahren gemerkt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe dann vor 2 Jahren gemerkt, okay, ich möchte aber programmieren. Ich möchte Programmiererin werden und hatte erst so die Bedenken, okay, muss ich jetzt die ganzen anderen Sachen über Bord werfen? Muss ich irgendwie nochmal bei Null anfangen und mich mit Technik irgendwie ganz, ja, wie so ein, weiß ich nicht, ein Kleinkind irgendwie nochmal, wie wenn man so laufen lernt, beschäftigt, ne? Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass diese ganzen anderen Sachen, entweder Interessen oder auch einfach schon Sachen, die ich weiß, dass ich die damit unbedingt einbringen soll, ja? Und dass niemand irgendwie bei Null startet, auch wenn man irgendwie einen Computer noch nie von innen gesehen hat. Man hat immer schon Ideen oder Interessen und ihr dürft euch nicht davon abbringen lassen, dass andere Leute sagen, das macht man aber genau so, ne? Man braucht unbedingt den Informatik irgendwie Abschluss, man muss unbedingt irgendwie diese eine Sprache gerade können, Java lernen, so. sondern es geht darum, dass man halt irgendwie seine Sachen so zusammenbringt und ich glaube, in der Zukunft braucht es viel mehr Technik, die von anderen Ecken noch da dran kommt, ja. Und wir merken das von ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel diese Zyklus-Apps, an denen ich gerade arbeite, also an einer neuen Zyklus-App, die Open Source geschrieben ist. In dem Gesundheitsbereich gibt es ganz viele Apps, die schon irgendwie da sind, auf dem Markt sind und die ganz viele Daten zum Beispiel sammeln. Und das finde ich nicht okay und ich will trotzdem irgendwie eine coole Zyklus-App bauen. So. Und auf die Idee wäre ich aber wahrscheinlich nicht gekommen, wenn ich nicht vorher irgendwie Sozialwissenschaft studiert hätte und mega das kritische Denken hin zu Gesundheit, das muss irgendwie ein Gemeinwohl bleiben, das darf nicht kommerzialisiert werden. So, ja? Und ihr habt alle eure Interessen und wenn ihr irgendwie jetzt sagt, hey, ich möchte erstmal Jura studieren oder so, dann macht das auf jeden Fall. Ja? Es braucht echt viele Leute, die auf Technik Bock haben, aber die Juristen sind zum Beispiel oder Biologinnen oder weiß ich nicht. Deswegen, diese Interessen kommen zusammen und ihr müsst nichts irgendwie über Bord werfen. So, und die letzte Zutat, last but not least, natürlich, super wichtig, sharing is caring, ja? Und das sind zweierlei Sachen. Also einmal dieses erste Bild mit diesem, man hieft sich hoch und man hilft sich gegenseitig. Aber andererseits auch sowas wie, ich bin manchmal auf Krypto-Partys unterwegs, wo man sich ja irgendwie versucht, beginnerfreundlich so Verschlüsselungen beizubringen und zu erklären, wie irgendwie verschlüsselte E-Mails funktionieren oder wie man gute Passwörter bauen kann. Und da höre ich natürlich irgendwie oft auch, dass Leute erstmal skeptisch sind und sagen, hey, keine Ahnung, was bringt mir das jetzt? Und mir ist das eh alles egal. Aber diese Idee von Sharing is Caring ist eigentlich viel wichtiger als das, was du selber für dich machst. So. Sondern sobald du eine E-Mail an jemanden schreibst, hast du auch die andere Person mit im Boot. So. Und wenn du anfängst zu verschlüsseln, dann ist das auch caring, ja? Also dann denkst du eben auch darüber nach, dass deine Family auch verschlüsselt oder dass deine Freunde um dich herum auch sicher sind und so. Und dieses Sharing is Caring ist auch wichtig, weil man oft so als Hacker oder als Hackerin irgendwie kriegt man oft so ein Bild so von wegen, oh, man ist irgendwie ganz weit weg, man macht Raketenwissenschaft oder so, ja. Und Leute trauen sich oft irgendwie nicht so ran und sagen, hey, ich mache jetzt mal selber meine Konsole auf dem Laptop auf. Und wenn ihr das könnt, dann müsst ihr unbedingt daran mitarbeiten, dass Leute nicht diese Distanz irgendwie entwickeln, weil es immer wichtiger wird, dass wir Technik uns aneignen und irgendwie damit auseinandersetzen. Auch mein Opa und auch meine, weiß ich nicht, mein bester Freund, meine beste Freundin. Genau, das ist die letzte Zutat. Und am Ende gibt es noch dieses wunderschöne Herz. Happy Hacking! Ja, super, danke. Ich glaube, wir haben noch kurz einen Moment Zeit. Also wenn ihr irgendwelche dringenden Fragen habt, dann könnt ihr die Marie gerne jetzt stellen. Und ansonsten ist Marie auch sicherlich noch einen Moment hier und freut sich auf eure Fragen, falls ihr euch jetzt nicht trauen solltet. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder so, oder später. Cat ist auch eine sehr gute Freundin von mir.
Gut. Was ist eigentlich die Heart of Code? Ich bin Teil von einem sehr coolen Verein in Berlin, Kreuzberg, also hier tatsächlich um die Ecke. Die Heart of Code ist ein Verein, der einen Hackspace für Frauen geschaffen hat, in der Skalitzerstraße 100, unbedingt mal vorbeischauen. Und was wir wollen, ich bin also Teil von einer größeren Community, ich habe das auch nicht begonnen, sondern das hat eher Kat und Fiona hauptsächlich begonnen. Und was wir machen wollen, ist einfach Frauen, die irgendwie sich für Technik begeistern, zusammenbringen und irgendwie zusammen Sachen machen. So. Das klingt irgendwie ziemlich banal, es ist aber so. Bei uns kommen immer wieder Leute vorbei. Eine hat mal irgendwie ganz viele alte Hacker-Magazine, 30 Stück, vorbeigebracht und hat gesagt, hier, das ist doch super für euren Space. Andere Leute kommen vorbei und wollen unbedingt Python lernen. Wir machen Krypto-Partys, wir machen viele Veranstaltungen, wo Leute irgendwie sich ihrer Technikbegeisterung irgendwie erfreuen können. Genau. Uns findet ihr auf Twitter, Heart of Code, hart erkämpftes Handle, und ansonsten heartofcode.org. Schaut gerne mal vorbei und sagt Hallo.